von überspülten Straßen und vollgelaufenen Kellern betroffen. Das rheinland-pfälzische Umweltamt meldete zudem eine so wörtlich hohe Hochwassergefährdung für das obere Kehl-Einzugsgebiet. Es sei mit über 20 jährlichem Hochwasser zu rechnen. Auch dort könnten Keller überflutet werden und überörtliche Verkehrsverbindungen gesperrt werden. An der Mosel werde in vielen Orten geräumt, sagten die Bürgermeister. So sei in Landkastel-Kues eine Veranstaltung.